So, geht mal wieder weiter mit dem Bus-Simulator. Warum auch immer ich wieder im Moment in der Pampa stehe, verstehe ich auch nicht. Jedenfalls geht es heute weiter mit der nächsten Route und die heißt, ist wieder Route 47, meine Lieblingsroute. So, Mercedes. Mercedes. Ich warte mal auf den Doppelschock, was wenn ich jetzt auch nach und nach zusammenstellen. Also 3, 4 Dingstage noch, dann haben wir sie, glaube ich, zusammen. Der kostet, glaube ich, 680.000, wenn ich es richtig im Kopf habe. So. Jo. Also heute wieder ein bisschen fleißig, wie immer. Pecunia aufwerten natürlich. Ihr kennt das mittlerweile. Da steht die 37, das heißt, wir müssen wieder einen kleinen Moment warten. Das heißt, die Fahrgäste warten auch auf mich. Vielleicht war das ganz. Ach, das ist fernlicht, glaube ich, oder? Ich würde jede Woche. Das dürfte fernlicht sein. Warte mal. Das ist mir doch wieder zu hell. Das ist fernlicht. Einmal und rein. Ran jetzt an die alte Stelle. East Terminal Street. Und die kann sogar ausgebaut werden, Digga. Geil. Stufe 6, aber das ist leider nicht die Rennstelle, die richtige alte Stelle, die wir brauchen. Hallo? Hallo. Ja, hallo? Ach, du Hallo. bist das, Rüdiger. Ja, pass auf, sind meine. Nee, es geht um meine Haare. Ja, die Haare, die wachsen. Also momentan, die wachsen jetzt nur noch. Für eine Fahrzeit. So, 28 gibt's zurück. So, ihr wollt nicht mit? Alles klar. Ich würde. Oh gut, das liegt daran, dass bald ein anderer Bus kommt noch. Sind ja eh nur die alte. Also ich musste ja zwei Haltestellen außerhalb des Stadtteils wählen. Also ich da muss ja, um Stadtteil größer zu machen, muss ich ja. Diese Elektrobusse sind genial. Weil sie aber so leise sind, bin ich letztes Mal eingeschlafen und habe eine Haltestelle verpasst. Das ist nicht mein Elektrobus, aber gut. Aber wir haben ja ein paar an Bord. Vier oder so. Meine Frau möchte einen romantischen Ausflug nach Gold Island machen, aber ich Links will Haltestelle, nur noch hier drei fehlen. So. Nur hin, bitte. So. Ich bin ehrlich gesagt mehr als froh, wenn ich dieses Stadtteil weg habe. Ja, viel haben wir ja nicht mehr, ne? Kaum so mega viele Missionen sind, dürften es nicht mehr sein. Washington Street, das ist die hier vorne. Perfektes Timing, super. Ah, gib mir doch hier vor, dass ich das ausbauen kann. Es sind nämlich nicht mehr so viele Haltestellen. Hi. Moin. Moin. Servus. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So. So, Fuckers. Ich möchte Fuckers. Oh, jetzt hat sogar passen. Perfekt. Das hat sich nicht passend. Danke. Nein, das hat schon mal aus der Reihe. So. So, jetzt muss ich fragen kurz. Ne, links muss ich rum. Weil da hinten ist die 4.
Ah, da ist ein Rollstuhlfahrer. Da habe ich es doch richtig gerade gesehen. Moment, das ist wieder eine. Und die nächste auf 4. Eine Fahrkarte bitte. Ja, gleich geht's weiter. Es sind tatsächlich nur diese zwei Haltestellen hier unten. Vielleicht kriegen wir sogar schon diese Folge hin. Spätestens nächste haben wir's. Danke. Ich blockiere gern die Bustür, wenn ich einen schlechten Tag habe, damit der hübsche Busfahrer mit mir spricht. Das heitert mich immer auf. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Und der Busfahrer ist dann auch irgendwann genervt, wenn das jeder macht. Ach, die Scheißrampe. Entschuldigung. Ich hab den Rollstuhlfahrer vergessen. Eigentlich sollte die einfahren, ne? Der Rollstuhlfahrer ist, glaube ich, schon drin. Na gut. Ach, ich bin so warm drin, ich mach mal das Fenster auf. Ich bin sowieso jemand, der gerne mit offenem Fenster fährt, eigentlich bei fast jedem Wetter. So. Für die Leute, die mich nicht kennen, steht ein bisschen was in meiner Videobeschreibung drin. Ansonsten, ich bin tatsächlich von Beruf Busfahrer, also ich mache das Ding hier nämlich quasi sogar beruflich. Und tatsächlich, so wie das tatsächlich auch mitbekommen habe, einige andere, die ich so kenne, die mir mal geschrieben haben, sind auch tatsächlich Busfahrer und die sagen dann, ja, ich spiele auch Bus-Simulator zum Entspannen. Kann man machen. Ich war's ja genauso. Ach, der Scheiß-Rollstuhlfahrer will auch noch raus. Ja, ja, ich hab schon gesehen. Tut mir leid. Normale Fahrkarte, Wochenkarte und gut. Ist das ein Tornado? Bitte was? Nein, das ist ein Bus. So. Genau, Rampe wieder eingefahren. Okay, diesmal habe ich einen Fußgänger nicht gesehen. Ich habe den ersten gesehen. Als ich den letzten gesehen habe, da außen, war es zu spät. Jetzt ist es vollkommen okay. Diesmal nehme ich das Ding sogar auf mich. Haltestelle kann ausgebaut werden. Hey, viel sind es nämlich nicht mehr. So eine Haltestelle, ne? Ja. Ja. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, ich werde mich mal kurz um den Fahrgast mit dem. Mit der. Den Jockey hier bekommen. Warte mal, wo ist denn der? Da hinten. Und mal deine Scheiße leiser. Hoffentlich können wir über diese Folge nicht das Ding hier. So. Normale Fahrkarte, Tageskarte. In der nächsten Folge meine neue Mission angehen können, weil es nervt mich auf Dauer. Das ist halt gefühlt. Danke. Hi. Hallo. So, weg. Hallo. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Wie gesagt, die 20.000, ja gut. Es war ärgerlich, aber nicht änderbar. So, das ist jetzt die letzte Haltestelle, die Clay Street. Ich glaube, das ist aber eine Haltestelle, die muss außerhalb der Stadt liegen. Weil du brauchst ja immer eine Haltestelle außerhalb und eine Haltestelle innerhalb, gerade wenn du eine Stadt fährst. So, alle mal aussteigen und wir fahren das ganze Ding noch einmal.
George, 4th John Street. Point Lobos ab East Tarava Street. Fahre diese Route 30. Route 30 einmal mit einem Dieselbus. Route 30 einmal mit einem Dieselbus. East Tarava Street. Okay. Warum ausgerechnet Route 30? East Tarava Street. Weil ich fahre ja durchweg wie Mercedes-Benz. Route 47. East Tarava Street. Und das will ich raten, die Säcke steht auf der anderen Seite, hä? War mir fast klar. Warum bin ich eigentlich immer auf der falschen Seite spawnt? Wir haben ja wieder einen Zahltag. Diesmal habe ich wirklich einen Fußgänger angefahren. Yeah, 150.000. Sehr cool. Warum der Seelöwen da ist, toll. Ich mag es, wie sie sich die Fische schnappen. So, wir müssen ja ein bisschen weiter jetzt. Noch mal diese Route fahren, damit wir ein bisschen... Ach, es ist okay. Also der Routefahrer will nicht an mich. Oder zu mir. Das Fackel zu vergessen. Nein, habe ich nicht. Ha, siehst du? Gut, danke. War nicht von mich. Kommt also der Kollege gleich. Ich meine, um die Farbe schwarz freizuschalten, muss ich die Route nochmal fahren. Moin. So, es fehlt tatsächlich noch eine... Ich glaube, die nächste Haltestelle ist es. So. Ich hätte gerne mehrere Fahrkarten, bitte. Danke. Ach, auch eine Fahrkarte. 10 Cent, ja. Oder 20 Cent, die auch immer, keine Ahnung, ich habe irgendwie was. So, nächste Haltestelle, jetzt das große Los. Dürfen wir heute jetzt ein bisschen abschließen? Oder müssen wir noch ein bisschen unsere Zeit in Bikunia verbringen? Das hat jetzt gefühlt 5 oder 6 Folgen sind das so. Moin. Juhu, ich hab's geschafft. Oh Gott sei Dank, ey. Von Angel Shores finden, dass wir ein tolles öffentliches Verkehrsnetz anbieten. Vor allem, seit es die ganze Stadt abdeckt. Wir haben ein dichtes Streckennetz mit vielen Haltestellen aufgebaut. Aber es gibt auch Kritik. Die hohe Anzahl an Haltestellen führt dazu, dass die Routen eher langsam sind. Wir sollten dieses Feedback ernst nehmen und Expresslinien einrichten. Okay. Also, nach wie vor, wir haben nur einen Bus freigeschaltet, den Scania Citywide. Gucke ich gleich an, das dürfte der Gelenkbus sein von denen. Den ich mir definitiv gleich kaufen werde. Aber erstmal müssen wir hier noch diese Route zu fahren, das ist ja nicht mehr so viele Haltestellen. Moinsen!
Dann läuft die Expresslinie auch mal den Scania. Ich glaube, die können wir ziemlich leisten. So. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Warte mal. Hängt gerade so ein kleines bisschen nach manchmal. Nicht, dass ich wieder zu viel Rückgeld gebe. Danke. Ist da jemand eingepennt, sehe ich gerade. Machen wir dann die Schlafmütze hier. Ich brauche dringend etwas Tee. Okay, schauen wir doch nicht. Ich würde mir die Meldung geben, aber wahrscheinlich ist derjenige dann auch doch ausgestiegen. Dieses Mal haben sie mich mit einer falschen Fahrkarte im Bus erwischt. Dieses Mal habe ich definitiv die richtige. So, jetzt habe ich hier Business Center. Also ich muss zugeben, freue mich, dass wir nächste Folge auf jeden Fall eine neue Mission anfangen dürfen. Ich schätze Ihre Pünktlichkeit. Business Center South. So. Habe ich vielleicht keine ausgebaut, ich weiß nicht, was das Problem war. Wahrscheinlich irgendwie schlechte Halteposition. Meine Tochter hat mich gefragt, was ich an Seelöwen am meisten mag. Der Schwanz, den Löwenkopf oder die Pfoten. Sie stellt sie sich wie Meerjungfrauen vor. Süß. So. So, wollt ihr jetzt mit oder wollt ihr jetzt nicht mit? Oh. Was sagt's? Wollt ihr jetzt noch mit oder was? Ja. Eine Fahrkarte. Ich meine, letztendlich ist es mir egal jetzt gerade. Ich bin froh, dass ich dieses Thema Pecunia jetzt abgeschlossen habe. Und jetzt sind Pecunia auf 6. Ich bin ein Lacrosse-Dad. Das ist wie eine Fußballmama, nur statt dem Wagen nehmen wir den Platz. Aber ich glaube, da kommt doch irgendwas in die Richtung. Ich hatte das irgendwie mal gesehen, als ich mal mir eine Place von einem Mann in die Frage geguckt habe, wo die Dienst machen. Und ich glaube, da stand irgendwo was von alle Haltestellen auf, keine Ahnung, wieso zu viele Stellen. Und das wäre dann eine Mörderaufgabe für Let's Play definitiv. Wer kommt rein? Hier schön. Ich habe auch Süßigkeiten. Was für eine Nacht. Ich bin völlig durch. Danke. Moin. Ich hoffe, unser nächster Geschäftsdeal läuft noch besser als der letzte. Wenn der Bus immer so pünktlich kommt, verkaufe ich doch mein Auto. So, letzte Haltestelle heißt die Clay Street und dann ist das Thema Pecunia tatsächlich erledigt und wir können uns einer neuen Mission widmen. Dann hat diese Mission tatsächlich 6 oder 7 Folgen gedauert. Warum auch immer so lange? Na gut, das ist Stufe 4, das nervt halt. Ja, alle mal raus mit euch. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. So, Clay Street. Alle mal raus, nächste Mission. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Bus-Simulator 21 und dann geht's weiter.